3-4-2-1-Formation, die beste Formation. Und wir haben direkt einen sehr Baba-Kapitän Luis Figo. Der geht nämlich ins rechte Mittelfeld. Erster Icon ist am Start, Leute. Full Icon Draft incoming. Bleibt dran. Ich sag's euch, das wird ein heftiges Draft. Ich bin mir sehr, sehr sicher, Leute. Lasst gerne Like, lasst gerne Abo da. Falls ihr noch nicht abonniert habt, Digga, Lamp-PC, backt hier wieder aus seiner Karte. Abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, um nichts zu verpassen. Jeden Tag 12 Uhr und 18 Uhr neue Videos. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einschalten würdet. Auf jeden Fall sehr, sehr nice, Leute. Bleibt bis zum Schluss dran, Leute. Ihr wisst es, je länger ihr die Videos schaut, desto besser für die Watchtime. Desto besser für mich. Desto besser werden die Videos nämlich angezeigt. Nächster Icon und das allerwichtigste, Leute. Würde mich sehr freuen, lasst einen Kommentar da. Je mehr Kommentare, desto mehr Interaktion auf dem Video, desto besser wird es angezeigt. Deswegen lasst gerne einen Kommentar da. Schreibt mir mal in die Kommentare, was habt ihr dieses Jahr gezogen? Was war euer bester Spieler? Oder eure beste Spielerin? Das war jetzt nicht ganz so gut. Oder ihr schreibt rein, was euer Icon-Rekord im Draft war. Wie viele Icons hattet ihr bislang in einem Draft am Start? Bei mir waren es nach wie vor 10 Icons. Hatte ich, glaube ich, jetzt 2, 3, 4 Mal schon 10 Icons. Aber mehr noch nicht. Wir gucken, heute sieht es gut aus. Wir haben schon 2. Jetzt die dritte. Die Tab, das sah eigentlich nach was Gutem aus. War dann nur ein 87er Marquinhos. Naja gut, geht schlimmer, muss man ehrlich sagen. Aber geht auch besser. Okay, ZM. Team of the Year würde ich nehmen. Oder Icon. Oder Team of the Year Icon. Puteas. Puteas gibt es als Team of Gear, kriegen wir natürlich als normale Karte oder als Special Card. Wir nehmen deswegen erstmal Kessler mit. Okay, Ivo. Obwohl, komm, wir gehen auf die Torhüter-Position. Boah, der muss gut werden. Komm, wir brauchen. Boah, Digga, Alisson. Warum? Ich check's nicht. Gibt's halt auch als Team of Gear. Ach, es ist so unnötig. Es ist so unnötig. Wir nehmen deswegen erstmal Endler mit. Vielleicht kriegen wir noch Alisson Team of Gear, ich weiß nicht. Aber der Torhüter wird meistens eh schlecht. Also von daher glaube ich nicht dran. Eigentlich hätten wir auch Alisson mitnehmen können, weil würde eh nicht besser auf der Bank. Ihr werdet es vielleicht sehen. In nichts kommt. Alter, was ist hier los? Es hat so gut angefangen und dann sehr stark nachgelassen. Gabriel. Okay. Na gut, hier oben kommen meistens eigentlich von 3 Spielern, sollten meistens eigentlich 2 lockern Icon sein. Aber ja, okay. Ich wollte jetzt nicht zu große Fresse hier zeigen, aber doch. Das sieht schon mal gut aus. Gianfranco Zola, Team of the Icon. Nehmen wir natürlich mit. Stürmer ist immer so eine Frage, wird manchmal richtig krass und manchmal richtig schlecht. Wir gucken mal, was es wird. Ja, das ist genau das, was ich gesagt hatte. Ich verstehe es nicht. Warum kommen denn so Stürmer? Es gibt 1 Million krasse Stürmer. Es kommen so Stürmer, ey. Look, man, ich glaub's nicht. Okay, dann ist es hier eine Icon, dann bin ich zufrieden. Na, eigentlich bin ich nicht zufrieden. Dann bin ich... Na, ich bin auf jeden Fall nicht zufrieden. Puskas haben wir am Start. Okay, 92er, aber zufrieden bin ich nicht. Also wir haben 4 Icons nur nach der Startelf. Boah, da habe ich mir echt mehr erwartet. Vor allem wie viele normale Goldkarten. Es sieht aus wie einem... Wie in einem Draft von erste Woche nach FIFA-Release hier gerade. Ey, traurige Geschichte. Ich verstehe es nicht, warum es überhaupt diese normalen Goldkarten überhaupt noch zur Auswahl gibt. Ey, wer will die spielen, ey? Ich sag's euch, wer will die spielen, Mann? Na gut. Also, wir hatten nach 3 Karten, glaube ich, 2 Icons, ne? Und jetzt haben wir nach 11 Karten 4 Icons. Also, naja gut, da habe ich mir mehr erwartet. Aber gut, die ersten 3-4 Positionen hier auf der Reservebank, da kommen meistens immer 1-2 Icons noch. Also schauen wir mal. Na, korrekt, schon mal keine Icon. Sehr nice. Aber Salah, ich glaube, Figo kann auch woanders spielen. Ich hoffe zumindest. Obwohl, der kann nur rechter Flügel spielen. Ne? Ah, ZOM. Ja, okay, wir haben auch kein ZOM. Coole Geschichte. Das wäre geil, wenn die Spieler, die ZOM spielen, könnten auch direkt auf ZOM gehen. Das wäre halt viel, viel geiler für die Drafts. Aber gut, so ist es leider nicht. Naja, wir machen es erstmal so. Okay, weiter geht's. Ah, wir könnten Lookman noch tauschen. Der hat nur eine 81. Cantona, ja gut, können wir uns sparen. Dass wir Fernandes reinstellen. Jetzt packen wir nämlich direkt Cantona rein. Ruben, der kann auch Stürmer spielen. Also das passt alles soweit. Okay, dann sind wir bei der 5. Icon. Also ist noch alles möglich, Leute. 6 Icons brauchen wir noch. Es sieht gerade nicht so gut aus, aber es ist noch möglich. Das ist auf jeden Fall noch möglich. Das Full Icon Draft. Da hätte jetzt aber eigentlich ein Icon am Start sein müssen. Habe ich fast Team of the Year von Dijk hier am Ende verpasst. Sehr nice. Hatten wir auch noch nicht am Start. Also nice. Van Dijk nehmen wir natürlich mit. 96er Team of the Year. Hätte ich besser mal Alisson mitgenommen. Wäre chemietechnisch natürlich besser. Vielleicht kriegen wir Alisson gleich noch als Team of the Year. Ich glaube zwar nicht dran. Aber man weiß ja nie. 91er Bewertung übrigens. Mein Rekord liegt bei 93. Nächster Icon. Kreuz. Sehr nice. Ja, wir haben wieder, wie immer, zu viele Stürmer-Icons. Ich weiß gar nicht, wo ich die alle hinstellen soll. Packen jetzt mal Diaby raus, weil keiner kann irgendwie auf der linken Seite spielen. Das ist ein bisschen schade. Na gut, kann man nichts machen. Aber wir sind bei 6 Icons und 2 Team of the Years. Also, joa. Hier ist noch was drin, Leute. Hier ist noch was drin. Das Draft ist noch nicht
Verloren. Hier kann man auf jeden Fall. Okay, jetzt hier wäre eigentlich wichtig gewesen. Team of Gear oder Icon. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Jansen 83. Das war, okay, die beiden Positionen sind jetzt hier wichtig. Sehr, sehr wichtig sogar. Ultra wichtig. Ja, korrekte Geschichte. Alter, come on, dein Ernst. Zwei so broke Spieler nacheinander. Ich glaub's. Ich nehme mal Athenia mit. Okay, dann wenigstens hier eine Icon oder ein Team of Gear. Wahrscheinlich kommt hier auch wieder was Schlechtes. Na, immerhin. Okay, Rivaldo. Wenigstens sogar meine Icon für die linke Seite. Das ist eigentlich sehr stabil. Barnes kann auch nur Sturm und Mittelsturm spielen. Deswegen nehmen wir natürlich Rivaldo mit. Damit haben wir die siebte. Lass mich zählen. Ja, siebte Icon. Okay, siebte Icon ist stabil. Aber hier wären mehr drin gewesen. Ey. Ich bin ein bisschen angesäuert. Weil hier wäre mehr drin gewesen, auf jeden Fall. Das ist ein bisschen schade. Wir sortieren mal ganz kurz. Na gut. Aber wir haben noch keinen Spieler unter 80. Das ist auch, ne? Auch schon mal okay. Nächste Icon. Leider nicht. Ach, Mann, ey. Hier wäre wirklich mehr drin gewesen. Es ist so ein bitter Mann. Taliska, 88 rated. Na gut. Wir haben fast nur 90er Pettel gerade auf, ne? Okay, Rivaldo und Endler sind unter 90. Sonst sind alle über 90. Volles 90er Team incoming. Können noch. Ja, könnte man noch machen. Vielleicht kommen noch hinten, weil die letzten drei Spieler waren ja jetzt eigentlich ein Skandal. Das heißt, vielleicht könnten die beiden, zumindest heute wird wahrscheinlich eh schlecht, aber die beiden vielleicht noch gut. Vielleicht einer von beiden noch ein Icon. Komm, wir fangen mal hier an. Wir kriegst du das System mal ein bisschen aus. Wir fangen mal auf der Position an. Ja, korrekt, hat gar nichts gebracht, hat mich selber ausgetrickst. Ganz korrekte Geschichte. Okay, wir haben noch zwei Spieler, Leute. Zwei Spieler noch. Komm, eine Icon noch wenigstens. Hier, komm, eine Innenverteidiger-Icon. Maldini oder sowas. Ach, come on. Digga, das gibt's doch nicht. Ich. Rebelli nehmen wir mit. Und, okay, Alisson noch oder so. Vielleicht, wer weiß. Aber meistens wird der Torwart schlecht, wenn ein guter Torwart am Start ist. Und so sieht's aus. Keeper. Schade. Na gut, trotzdem, wir haben sieben Icons. Ist jetzt auch nicht ganz so schlecht, würde ich einfach mal sagen. Wir haben zwei Team of Gears. Kann man mit arbeiten, würde ich sagen. Kann man mit arbeiten, Leute. Und Nesta sogar noch als Trainer. Das war's, Leute. Lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo. Falls ihr mich abonniert habt, kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, täglich einschalten, nichts dazu passen. Abonnieren, ja. Jeden Tag 12 Uhr und 18 Uhr neue Videos. Lasst einen Kommentar, das Allerwichtigste, Leute. Je mehr Kommentare, desto besser werden die Videos angezeigt. Also schreibt gerne rein, was war euer bester Spieler, den ihr dieses Jahr gezogen habt in EAFC24 oder eure beste Spielerin. Oder schreibt lieber rein, was euer Icon-Rekord ist. Wie viele Icons hattet ihr in einem Draft? Mein Rekord nach wie vor. Wir haben ihn heute nicht getoppt. 10 Icons in einem Draft. Wir werden es aber noch toppen. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Wir werden das Full-Icon-Draft eines Tages hinkriegen. Es ist nur eine Frage der Zeit, Leute. Es ist auf jeden Fall nur eine Frage der Zeit. Also, schreibt es in die Kommentare, was euer Rekord ist. Oder was war euer Team of the Rekord? Ich glaube, 5 Team of the Year war bislang mein Rekord. Mehr hatte ich noch nicht in einem Draft. Aber wir schauen mal. Das kriegen wir auch noch. Das wird auch noch getoppt. Das Full-Team of the Year-Team kommt auch noch, Leute. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Schaltet ein, jeden Tag 12 und 18 Uhr neue Videos. Macht's gut, aber dann gut. Ciao.